Schau doch mal rein. 5.500? Oh, schön. Ja, Hammer. Niam. So ist es heute noch. Guck mal, wieder Carmen Blume da oben. Ja, irgendwie läuft es nicht so richtig rund heute, aber... Das war's! Schöne Fahrt! So, da sind wir! Ja. Okay, let's go! Am ersten Eröffnungstag vom Winterzauber. Vor dem Ikea, behaupte ich jetzt einfach mal so. Da sieht man... Ja, 2 Wochen früher als sonst. Ne? 2 Wochen früher als sonst. Ja, darum heißt es ja. Ist ja auch kein Weihnachtsmarkt. Ist ja auch kein Weihnachtsmarkt, ist ein Winterzauber. Wir müssen mal kurz 2 technische Sachen vorneweg sagen. Ihr seht es vielleicht, wir sind mit neuem Equipment am Start. Ja, nach Jahren. Ich habe eine GoPro 8 gekauft. Gebraucht natürlich, weil es natürlich unserem schäbigen Zustand. Gerechtfertigt ist, keine wirklich neuwertige und auch keine 10er und keine 9er, sondern die 8er. Aber in einem für Verhältnisse guten Zustand, also wenn man die mit der Legra vergleicht, ist die Regler Müll, Schrott. Ich finde, sie heißt jetzt immer Regler. Regler? Okay, ja, die Regler. Regler Mini X. Genau. Herzlich willkommen zu keinem Paradise Random Shit Vlog, sondern aber heute einem ähnliches. Ranzigen Spar-Vlog, weil aus therapeutischen Gründen darf ich mich weder aufregen noch Emotionen zeigen. Gesundheit. Wir nehmen euch einmal eine Runde mit. Über heute den großen Berliner Weihnachtsmarkt Wintertraum am Alexa vom 27.11.2017 bis zum 23.12.2017. Ja. Da wisst ihr Bescheid. Wir können Zeit reisen. Ja. Sag du kurz, wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Bis zum Feuerwerk? Ja. Muss man mal dazu sagen, wir sind heute am Eröffnungstag hier um 20 Uhr zum Feuerwerk geben. Das ist in genau 1 Stunde und 2 Minuten. Gut, so, dann müssen wir es schaffen. Also geht's los. Vorweg kann man vielleicht schon mal erwähnen, auf dem kompletten Platz ist Maskenpflicht. Ja, stimmt. Muss somit, ich auch. Warte, ich übernehme es. Das fand ich nicht toll. Und in den heiße Hütte ist dann 2G. Oh, der ist aber auch das Einzigste. Ja. Ne? Ja. Einzige. Ansonsten ist Maskenpflicht und man ohne Test und ohne alles. Und, Stand aktuell, Stand vom Eröffnungstag. Kann sich natürlich alles öffnen ändern in den 6 Wochen. Die Schaustellerprominenz hat schon den offiziellen Rundgang gemacht. Da waren ohne wir uns nicht dran beteiligt. Nee. Man hat uns auch übersehen oder geschickt weggeschaut. Aber ist egal. Wir sind ja auch autonom hier. Ja. Und fangen auch gleich an mit einem Highlight. Aber jetzt geht es erstmal rein, damit ihr seht. Es geht nämlich von der Straße aus rein. Guten Tag. Mit einem riesen Eingangsbereich. Der Wartebereich, der heute natürlich nicht gebraucht wird, weil es nicht sehr überfüllt ist. Ja. Wir haben ja für euch schon mal ein bisschen vorgeguckt und natürlich auch schon einen Glühwein getrunken. Ja, damit wir einfach nur um locker zu werden. Ja, wir waren nicht so in der Mute, in der Laune. Und wir kommen rauf auf Platz, fangen eigentlich gleich mit dem Highlight überhaupt an. Weil jetzt wird die ganze Geschichte Vergnügungsparadies rund. Wir haben geträumt von einem Infinity auf dem Wintertraum, damals noch am Alexa. Ja. Dieser Wunsch wurde uns nie erfüllt, auch später zu Charles Blume Zeiten wurde er nicht hergeholt. Letztes Jahr wäre es passiert, da kam allerdings Corona dazu. Und dieses Jahr ist es endlich soweit. Da ist er. Für stolze 7 Euro fährt er hier. Ja. Und schmückt gleich den Eingangsbereich. Das sieht von der Straße, wenn man ankommt, wirklich ganz flashig aus. Ja. Man hat es ja am Anfang gesehen, ich habe es ja schon mal das stimmt. gezeigt. Und wir steigen ein. Fangen wir an mit dem Highlight. Ja. 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 Und Gott, mir ist auch gar nicht klar, dass wir gleich über Kopf stehen. Ja, das ist das erste Mal nach 2 Jahren, dass man mein Kater richtig fährt. Wir haben vorhin schon gesehen, der fährt ziemlich schnell, also schnell durch den Looping.
wenn er ein bisschen sich Zeit lassen würde. Okay, let's go. Jawohl, da ist oh. Er. Oh. Oh. Oh mein Gott. Ah. Kommt noch ein. Ah. Oh, schön. Ja, Hammer. So, ja, da sind wir nach unserer Fahrt in Infinity. Ja. Bitte habt echt ein bisschen Nachsicht. Ich kann auch überhaupt nicht mit einer GoPro umgehen. Das hat ja auch Pülchen vor 2 Jahren beim Phantasialand mir bescheinigt, dass ich ein Depp bin mit der GoPro. Man merkt schon, dass du nicht so oft eine GoPro in der Hand hast. Ist nicht so angenehm. Ich hab's du filmst ja nur den Boden. Das wird eine Weile noch dauern. Daher wir nehmen euch jetzt einmal mit einer Runde über den Platz, zeigen euch, was es hier so alles gibt. Ne? Ja. Angefangen mit vielen Süßigkeiten, wie man es kennt. Zum nächsten Fahrgeschäft, Bugs and Bees. Man kennt auch Spandau. Da sind wir das letzte Mal in Spandau mitgefahren, genau. Von? Ist mit einer Weile unter Kaiser, war damals in Spandau noch unter holländischer Leitung unter Hendrix. Ja. Schön. Immer wieder cool, natürlich der Zug. Schön. Ich werde nie vergessen, wie Lucky da drin saß und gequält aussah. Platzmäßig ist es ein bisschen. Oh, jetzt filme ich doch nicht, wie ich versuche, mich hinzurennen. Doch, es gibt nichts Lustigeres im Content. Lucky, nicht sauer sein, dass wir Onrides machen, die auch andere schon gemacht haben. Das ist ich einfach, hab's auch gelesen. Ich mach das, ich hab da vollstes Verständnis, aber das muss für Content leider sein. Wir sind YouTube-Huren und da muss man auch immer die Fahrten irgendwie mitfilmen. Ja. Ne? Also nicht. Aber bei ihm war es ja mehr oder weniger auf Freizeitparks bezogen. Ja, aber da würde ich es ja auch filmen. Stimmt, wenn ich jetzt wieder Honda fahren würde und ich habe jetzt eine GoPro mit Brustgurt, dann wäre ich der Erste, der da vorne in der ersten Reihe mit der GoPro drin sitzen würde. Aber hast gesehen, Lichtblitz hat dann gleich unten, ja, ja. Also Coaster World, gleich dann seinen Text drunter geschrieben. Und auch noch ein On-Ride, ja. Gleich werbetechnisch mit runtergesetzt. So, wir kommen zur nächsten Neuheit für uns und für Berlin. Der Flipper von Langhorst? Ja, noch nie gesehen. Noch nie. Nimmt hier 5 Euro. Okay, jetzt geht auf. Ja. Bisschen schlechtes Mission. Mir ist ein bisschen schlecht. Wird schon wieder. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin aus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro. Video-Magazin. Peace. Wir müssen ja mal sagen, normalerweise die letzten Jahre war ja Charles Blume hierfür verantwortlich. Jetzt ist es wieder Carmen Blume. Carmen Blume in Kombination mit Steffi Blume. Ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, aber. Die machen das Assistentin jetzt zusammen. Oder ehemalige Assistentin. Die Marktmeisterin von Charles Blume. Diese Kombination aus Fahrgeschäft und Buhn, die am Alexa immer stammen waren. Und halt die Geschäfte, die hier in den letzten Jahren vertreten waren. Wie zum Beispiel erzählst du die Supermaus. Altbekannt. Ja. Die haben eh nichts. So viel Neues ist ja gar nicht. Nee. Also nee. Es ist halt schon vieles, was die letzten Jahre hier war.
und ein bisschen das, was auch schon mal auf dem Wintertraum war. Da kommen wir später zu. Oder sogar auf dem Berlin-Park. Ja. Das fand ich ja für mich, das ist so für uns immer das Enttäuschendste, wenn Sachen, die eigentlich jetzt schon das letzte halbe Jahr gefühlt in Berlin, Berlin rumstanden und werden dann jetzt hier auch nochmal aufgebaut. Ja. Aber gut, es ist ja fürs Man Publikum gemacht und nicht für uns und darum sei es drum. Die Crazy Ride Supermaus. Damit fahren wir heute nicht. Nee, nimmt hier 6 Euro. Und Herr Götzi ist auch da, aber wir da müssen wir immer mal ein bisschen Ausschau halten. Wir haben ihn noch nicht gesehen. Nee. Und wir gehen von aus, er wird wieder in irgendeiner Coinpusher-Bude sein. Ja. Unwesen treiben und den Holländer hat die Automaten lernen. Auch wieder dabei dieses Jahr, ne? Race-O-Rama. Ja, wie schön. Ich hatte gehofft, dass mehr Sachen von den Engländern kommen. Ja. Und wir haben vorhin schon bemerkt, dass ich mir sehr wünsche, mal, wenn die Engländer ja immer hier rüberkommen, mit dann kleinen Fahrgeschäften, dass sie auch mal so eine Walzerbahn mitbringen. Mit so 20 Millionen Moving Heads und 300.000 Strobos und 80 Milliarden Watt Sound. Auch neu zum ersten Mal hier dabei. Wurde letztes Jahr als komplette Neuheit angekündigt. Den war zum ersten Mal gerade. Voll spärlich. Guck mal, mit Carmen Blume als Figur hier. Ja. Ja. Bude, Bude, Bude. Der neue heiße Scheiß auf jeder Kirmes. Hatten wir im Berlin-Park ja auch schon. Würde ich so gerne mal sehen. Sieht so easy aus, ne? Würde man ja denken, wenn das Ding jetzt nach vorne kommt, trifft man doch auf alle Fälle. Ich würde es gerne mal bei jemandem sehen, aber... Das sieht ein bisschen nach Scam aus. Ja. Naja. So, ja. Bude, 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 Glühwein. Hier haben wir Glühwein vorne getrunken, vorhin. Hier gibt es Süßigkeiten. Glühwein kostet immer so durchgehend 3,50, das geht normaler eigentlich. Normaler plus 1,50 Euro für Schuss. Ja, so. Schuss, Schuss. Schuss. So, hier haben wir unseren Lieblings-Musikexpress. Na, Melody Star natürlich. Musikexpress, schöne Seife. Ja. Was sind unsere Erinnerungen an diesen? Bei dir sehr viel Schmerzen. Oh. Ah, ich hab ihn gehalten, ey. Hilfe! Hilfe! Bei dir doch auch? Nee, ich saß nee, du saß hin. Bei ja. mir eine sehr schnelle Fahrt. Ich hab den sehr schnell in Erinnerung. Und weil wir zu dritt saßen, Mario, Chunky und ich zusammen mit einer Chase. Bin ich wirklich fast am letzten Mal gefahren. Was ist das denn? Crazy, crazy Bike. Was machst du da? Dann? Also es muss ja irgendeine Schwierigkeit Slalom, sein mit dem... Du musst Slalom fahren und die Räder haben 8. Ich dachte, weil das so nebeneinander ist hier, dass man... Schade, kann das nicht mal jemand machen, das möchte ich gerne sehen. Jetzt kommen wir auf eine relativ noch trostlosen Ecke hinzu. Ja, hier haben wir aber erstmal wieder ein schönes altes Kinderkarussell. Zeigen wir ganz kurz, nein, zeigen wir nicht, weil das Kinder sind. Ja, ja. Und hier vor uns, wie gesagt, wir kommen erstmal auf eine sehr trostlose Ecke zu. Hier wird sich in den nächsten paar, aber Gerüchten zufolge noch einiges ändern. Nämlich der Gerüchten zufolge soll der Aeronaut aus Soos die Tage hier auffahren und aufbauen. Das wird er auch. Ja. Also das, so wird es hier nicht bleiben. Das wäre echt dann der ewige Schandplatz dieses Winterzaubers. Ja. Aber das sieht man auch wirklich. Das gehört so wie als nicht wirklich dazu. Nee. Und
Und das fehlt hier auch. Es ist ein bisschen im Moment noch so die dunkle Ecke hier dadurch. Aber hier wird auf jeden Fall noch was kommen. Ja. Das werden wir aber erst dann wieder sehr viel später miterleben können und euch dann zeigen können. So. Ja. Hier. Wir hatten es vor ein paar Wochen schon mal. Berlin Park, Dämonium von Blume. Stand die letzten Jahre auch immer auf dem Wintertraum am Alexa. Ist halt Geisterbahn, Themenfahrt, was auch immer. Werden wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. So, wir machen einmal einen Außen-On-Ride-Film, einmal wie die Gondeln langfahren. Mich voll gekriegt. Ich habe null damit gerechnet, dass der irgendwas. Wie wird das denn gemacht? Ach so, das ist an der Seile und sie hat dann gezogen. Sehr gut. Mega. Ich hätte es gern von außen gefilmt. Ne? Ja. Puh, war das lustig. Ja. Was war der Preis hier? 6 Euro. 6 Euro, naja. Junkie fragte mich vorhin, ob wir heute mal mitfahren. Sollen wir eine Chat-Umfrage machen? Eins in den Chat für mitfahren, zwei in den Chat für nach könnt Hause ihr lassen. Gehen. Nach okay. Hause. Sofort nach Hause gehen. Ja. So, machen wir weiter. So, wir haben hier Breakdance, Breakdance von Heinlein. Heinlein. Kettmann. Also Dämonium sozusagen ist der Abschluss vom länglichen Platz dieses Jahr. Wenn dann noch der Kettenflieger dazukommen sollte, ist das, glaube ich, ein ganz schönes Bild. Und jetzt geht es wieder den anderen linksseitigen Weg zurück. Hau den Junkie. Ja. Ne? Einfach mal Kopf hinlegen und... Hier mal ein etwas ruhigerer Bereich. Das ist auch so... Ah nein, das ist auch die Kinderschleife aus Spandau. Ja. Ja. Weil Wintertraum hat immer eine andere. Das stimmt. Aber immer ganz schön geschmückt und... ja. Kann man mögen. So, ja, hier The Next, ne? Typbox von Straube. Stand vor ein paar Wochen noch bei mir in Luckenwalde, vor 2 Wochen. Jetzt hier in Berlin. Haben die neuerdings Figuren da oben? Die stehen schon eine ganze Weile. Was heißt denn eine ganze Weile? Schon lange. Ja? 5 Jahre? Nee, so lange nicht, aber lange. Seit Corona? Ja, Gott. Ich habe erst vor kurzem wieder mal das On-Ride von den Main-Tagen gesehen. Das war krass, was da los war. Wie wir da abgegangen sind und wie auch alles drumherum abgegangen ist, weil es war Familientag und völlige Eskalation. 1. Mai zugleich. Mit dem eine Minute langen Startton. Ja. Und da wirkt es hier fast ein bisschen schläfrig. Aber Jukebox ist ein hartes Fahrgeschäft. Oh ja.
Komm schon. Viel Drehungen abhaben kann, ist da gut aufgehoben und sollte also unbedingt von den Orbitern in Deutschland, der härteste. Ja, gibt er jetzt einen neuen Fast and the Furious? Ja. Seit einem Tag? Das müsste man mal sehen, wie der. Hier ist übrigens gerade, jetzt darf die Öffentlichkeit rein. Nee, natürlich, ist doch kein Ab, ist doch nicht mehr abgesperrt. Können wir doch mal rein. Können wir doch mal. Weil hier war vorhin die große Presseverköstigung, wo wir die VIP-Verköstigung. Aber zeigen wir mal. Schön gemacht. Ja. Oh, guck mal da, ein Autoscooter. Aha. Noch einer, ja. Ja. Autoscooter von Kremer stammen hier auf dem Platz hier oben, war die ganzen letzten Jahre hier oben. Habe ich vorhin schon ein bisschen rumgequengelt. Finde zwei Autoscooters. Autoscooter sind ein bisschen Fille. Ja. Aber gut. Es ist, glaube ich, eine Zeit, da ist man froh, wenn man Stellen gut gefüllt bekommt. Ja. Damit. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sich die freie Auswahl gerade in Deutschland hat mit Fahrgeschäften. Das stimmt. Geht davon aus. Dazu muss man sagen, dadurch, dass der Platz halt zwei Wochen vorher anfängt, so ist es heute noch. Und guck mal, morgen wieder Carmen Blume da oben. Sie ist überall versteckt, das Easter Egg, ja. Carmen Blume. Und so sind dann auch sämtliche andere Veranstaltungen. Hamburg fängt heute an. Guck mal, hier eine ganz leckere Bude mit wirklich schönen Waffeln. Ich wäre es für so eine Wahl. Die finde ich gut. Sehen wirklich alle sehr, sehr gut aus. Guck mal, das sieht auch gut aus. Also bis eben die Top-Bude des Platzes. Aber das Schönchen findet das nicht witzig. Ja. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsfahrgeschäft. Ich habe viele, sehr viele. Und das ist jetzt auch wieder eins. Hier, Angelbude. Ja. Hier ist er auch vom Festplatz rübergefahren, ne? Ja. Entschuldigung, ich habe mich hier ein bisschen in diese Schaukelbewegung verloren gerade. Alles gut, das kommt mal vor, schön, dass Rausch, HyperX und steht immer noch aus für uns. Ne? Müssen wir auch langsam. Also nein, ich muss ehrlich halber sagen, für mich steht es aus. Du bist die damals in Luckenwalde mehrmals gefahren. Ja. Mit Dominik. Ja. Und ich habe die bisher immer verweigert. Daher müsste man die fahren. Was kostet die? 5 Euro. 5? Ja. Mit meiner schlechten Optik, 50 Jahre Optik, habe ich gerade 3,50 da gelesen. Und dachte, Toppreis, da bin ich dabei gleich. Aber 5 muss man natürlich einmal drüber nachdenken. Guck mal, wie schön. Ja. Eine kleine Kuschelbahn. Das ist auch so unsere Preisniveau, 2 Euro. Aber dürfen wir nicht einsteigen, ne? Aber schön. So, ich habe Andreas gefunden. Jetzt haben wir schon wieder unsere Suchtspielnase. Ja.
Läuft nicht so, ja? Bitte? Läuft nicht so. Ja, muss nicht. Nee, nicht so, läuft nicht. Genau. Hast du dich erschrocken oder was? Ja. Weil du gedacht hast, kommen irgendwelche so, so prollige Jahre. Jetzt kommt schon jetzt wieder einer an und fragt, ob er drei Münzen haben kann. Cool. Meine Kamera, cool. Ja. Das scheint ja gut zu gehen. Nee. Nee. Besonders nicht, wenn man mich nicht mal mit nach Neuruppin nehmen kann und wenn man jetzt mit dem Kretschmer über Plätze läuft. Ist aber jetzt mitgewollt, oder was? Ja. Also, hättest du mal sagen müssen. Na, wo soll ich denn wissen? Ja, weißt doch, dass ich überall hinfahre. Nee, Neuruppin wusste ich, dass du hinfahren wirst, aber da hast du damals immer gesagt, das machst du erst, wenn ein bisschen so in der Woche, wenn es gediegener ist. Und dann machst du ja doch so. Ja, aber das hat sich ja jetzt überschnitten. Ich muss gerade. Du hast viel zu tun, ne? Dann auch hier. Und ja. Wo findet Feuerwerk statt? Um 20 Uhr, aber wo? Ich denke mal da drüben auch so. Seid ihr schon lange hier? Nee, ne? Doch. Du bist ja bald kommen, das Feuerwerk. Wir haben dich schon drei Runden besucht. Ja. Ja, irgendwie läuft es nicht so richtig rund heute, aber ich habe ja trotzdem meinen Spaß. Ich spiele auch gleich. Ja. Wir sind schon im Infinity. Ja? Ja. Und es ist ein bisschen Bömmel im Ja, das glaube ich. Aber schön. Ja, Aeronaut kommt. Ja, haben wir schon angekündigt. Ja. Mit der Vorsicht, dass es Gerüchte sind. Nein, ich habe Marvin Blume gerade gefragt und er hat mir bestätigt. Er kommt ab Dienstag und ab Freitag spielt er. Okay, dauert noch ein bisschen. Ja, der steht ja noch im Buch. Vielleicht hat er so einen holländischen Facebook-Bekannten, der es bestritten hat und halt meine Quelle wissen und eben geschrieben Marvin Blume. Genau so einen braucht der Platz noch. Ja. Dadurch ist nämlich gerade da hinten echt ein bisschen dunkle Lücke da. Ja, da sind gerade schon ein paar Hütten vor, als Überbrückung wollen. Ja. Bist du was gefahren schon? Den Musikexpress, der hat richtig Wumms also. Ja. Aber hallo. Habe ich doch damals, wo der Wintertraum noch war. Ja. Das war mein krassestes Erlebnis in einem Musikexpress. Also. Ist der rote Sektor gleich am Winter ein Bonus? Viel Glück! Und das nicht erwartet. Und deine Schiffchen sind nicht da? Nee, das geht in Hoppegarten. Okay, müssen wir. Mit Winterausstattung. Schön. Also wie? Schlitten und ein Weihnachtsmann. Weil so stand der ja auch schon mal in Krange mit dieser Winterausstattung. Ne? Die hatten ja auch schon mal das Schiffkarussell mit Winterausstattung. Nein, aber nicht mit Winterausstattung. Auf Krange? Auf Krange, ja. Meine ich. Ja, aber Krange ist ja nicht der Rede wert. Das ist ein Holländer, der hat auch die Winterausstattung. Ja. So, wir sind wieder auf der Legrea. Einfach so, weil wir was können, weil wir was machen. Und zeige euch das restliche Sechstel vom Platz. Ja. Hier ist er, Seven Rock. Devil Rock bin ich ja damals. Vor ein paar Wochen? Nee, damals, als ich noch jung war, Schauspielschule. Da war ich 26, ja. Bin ich denn in Berlin ja schon oben auf dem Festplatz noch. Da war es noch nicht der. Also, Concon. Ja. Oder das war ein anderes Geschäft. Also Bau an sich von Augenflickflack, aber halt ein anderes Geschäft. Und davor, also da war er mir nicht neu, sondern es war da mein Lieblingsfahrgeschäft. Und überall, ich war immer so glücklich, wenn der irgendwo stand und bin abgegangen wie ein Flittchen und da rein und habe Leute reingezogen, die mir danach sehr, sehr böse waren. Ja. Weil es ist nie oft auf Gegenliebe gestoßen. Hier haben wir Heartbreaker. Ja, auch zum ersten Mal in Berlin. Finde ich sensationell.
leider, also man kann ja nur jetzt von den letzten Stunden, die wir hier sind, noch nicht ganz so gut angenommen. Ist auch ein bisschen unscheinbar. Das ist halt das Blöde. Aber ein super Fahrgeschäft. Wir sind es tatsächlich schon mal gefahren in Ulm vor 2 Jahren in Holland. Noch unterm Vorbesitzer. Das war eine krasse, aber geile Fahrt. Ich habe ein bisschen rumgemosert, weil die mir zu ruckelig war. Dann habe ich auch gleich wieder von allen einen Anschiss bekommen, einen Einlauf. Aufgeregt, weil jetzt geht's gleich los. Mit Feuerwerk. Ah, ich dachte, weil jetzt die Musik schon ausgeht. Hier, super mit. Ich bin hier mit Markus. Und ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Wir haben das Finale verpasst, glaube ich. Ne? Da war kein Finale. Ja, aber es ist so. Ich war beschäftigt, auf Legia umzuschwenken, weil der Akku sonst flöten gegangen wäre von der Dings. Ja. So, man kann ja sagen, am Heartbreaker war der Platz dann auch zu Ende. Ne? Hm. Da waren wir ja gerade. Waren wir da? Heartbreaker waren wir ja gerade. So, der Opa isst mal eine Bratwurst. Da Junkie vorhin im Ikea, lecker Hotdog gespeist. Und dafür darf ich natürlich jetzt wieder gnädigerweise die Maske abnehmen. Ja. Und? Gut. Perfekt. Kamera weg. Niam! Das behalte ich hier. Ja, also du behältst das? Du fährst doch. Soll ich das einfach? Und wir stehen jetzt vor Musikexpress Schöne Seif. Ich fahr mit? Ehrlich. Magen sagt nein. Aber gut, ja. Ich steig ein, ne? Ja. Wir starten im Musikexpress von Söhne Seife. Oh mein Gott, ist das schnell! Mensch, jetzt dreht er mal auf! Ah, geht das ab? Ja! Opium Man Frankfurt is coming, to save the world. To save the world. Opium Man Frankfurt. War sehr schnell. Ui.
Das war's. Schöne Fahrt. Mein Name ist Kürbiswein Frankfurt. Das war schön. Erwähnt wird, muss eine neue Folge kommen. Du wirst dich so freuen, wenn du dir dieses Online anguckst. Du wirst dich so freuen. So, weil du gequietscht hast, oder? Guck's dir an. Ja, freu ich mich. War eine schöne, schnelle, wirklich schnelle und abwechslungsreiche Fahrt. War gut, muss ich sagen. War top. Kann man und sollte man machen. Ja. 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 Ging auch nicht auf dem Markt. Du sahst auch souverän drin aus, ja. Also von außen. Ja. 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 Habe ich vorhin auch gegessen. Aber du hast es dir vorne hier geholt, ne? Ist ein bisschen expensiver. Also, ich sag mal, 4 Euro für eine Bratwurst ist schon grenzwertig. Vorne gibt es diese 3,50. Ja, die bei 3,50. Und Pinkel für 1 Euro bin ich auch ein bisschen höflich. Aber man hat ja Ikea, man kann ja bis 21 Uhr immer schnell rüberlaufen und bei Ikea. Und auch dort ein Hotdog für 1 Euro essen. Also mittlerweile 1,50 Euro. Ja? Ja. Okay. Naja. Also schöne Seifen konnte ich doch nicht mitfahren. Ich bin aber gefahren. Warum nicht? Die Stanz bis. Also ich hatte Angst, dass das zu lange geht und dann wird es ja noch. Ja? Ja, hat richtig Bums. Ja. Ja. Hatte ich nicht mitgerechnet. Ich dachte, das war ein Larifari-Ding. Nee, der ist ordentlich. Richtig Gas. Ja. So. Von der Beschleunigung her. Ja. Sei was anderes. Wie gut, dass ich keine Monetarisierung mehr auf dem Kanal habe. Das war heute ein voller Tag mit lauter Wiederholungspopmusik. Ja. Man würde so weggestrikt werden. Also nicht gestrikt, sondern fremdmonetarisiert werden. Ich bin ja nicht freiwillig nicht mehr monetarisiert. YouTube hat mich entmonetarisiert, weil ich inaktiv war. Und man hat mich dann gezwungen, jetzt sofort in den nächsten 7 Tagen ein Video hochzuladen, ansonsten fällt die Monetarisierung. Habe ich gesagt, lass mich nicht zwingen. Doch, ich brauche aber jetzt irgendwie so und so viele Stunden Watchtime und noch irgendwas, damit ich wieder hochkomme. Bin ich weit entfernt von. Also, will nur sagen, es lohnt sich zurzeit noch meinen Kanal zu gucken, der ist werbefrei. Ich genieße das selbst auch sehr. Ich mag das, weil bei anderen nervt mich das immer sehr, diese viele Werbung. Sollte es mir wieder zurückgegeben werden, bin ich natürlich sofort der Erste, der wieder draufdrückt und sagt, jetzt wieder Werbung. Natürlich. Ne? Und wenn es für 1 Euro im Monat ist, was ja vorher bei mir war. Wir sagen tschüss, es war ein unaufwendiges Rotzvideo. Einfach mal so, aber wir sind da und es gibt es nach wie vor. Warst du zufrieden mit dem Berlin-Park? Ja, nein, mit unserem kleinen Video. Ich fand das toll. Du warst so kompetent da drin, du warst so ein Geschenk mit so vielen guten, kompetenten Aussagen. Nee, also das hat mir sehr gut gemeint, das habe ich mir schon dreimal angeschaut. Ja. Das kann man nicht mehr machen. Ja. Das ist so schön gewesen. Schön. Dann sehen wir uns zum nächsten Festplatz wieder. Das ist dann Hoppegarten. Ja, da bin ich echt gespannt. Ungefähr 2 Wochen, 2,5. Hellersdorf ist auch. Hellersdorf ist dann auch. Das ist ja arbeiten wir dann auch alles nochmal so rotzig ab, ohne. Wenn sich Hellersdorf lohnen sollte. Anscheinend hat Junkie gerade in Schöne Seifen Kirmesberg in Frankfurt gespielt. Der hat ja alleine das On-Ride gemacht. Warte mal, jetzt geht's los. Ich freu mich schon. Also erst Kirmesberg in Frankfurt und dann bin ich kurzzeitig irgendwie eskaliert und hab Kuchen gebrüllt. Einfach so. Dann am Ende war ich wieder Kirmesberg in Frankfurt. Okay, sehr schön. Gut. Okay, let's go. Okay, let's go. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ende. Ich schwiere. Echt? Ja. Krass. Unbedingt mal bei Olaf Bibelix einschalten. Der hat auch mal so lustige Gewinne an seiner Schießbude. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Auf Twitch. Okay, let's go. Okay, let's go. Andreas, wir haben Gewinne, Gewinne, Gewinne. Nein. Hab's gefilmt. Okay, let's go. Guck mal. Ja, toll! Klasse! Wir nehmen durch einen. Ja, wünsche ich dir an.
kaufen, wa? Ja. Welchen willst du? Welchen gib mir den. Ja, der passt auch zu meiner Breite.